Guten Morgen, ich bin auferstanden. Und, Scheiße, es ist schon voll spät. Ich habe heute irgendwie, keine Ahnung, manchmal geschlafen, aber manchmal hat mich irgendwie so eine Eichhörnchen hier wachgehalten, die jetzt hier rumgelaufen sind. Und so eine Zecke habe ich auch noch bekommen, aber die hat mich doch nicht gestochen gehabt. Die musste ich mitten in der Nacht rausbringen. Und hier, das war die erste Nacht mit diesem neuen Schlafsack. Aber ich muss sagen, dieser Schlafsack ist viel angenehmer als mein alter Schlafsack. Und na, hier für diese Temperaturen für heute ein bisschen zu warm, dieser Schlafsack. Aber ich denke, wenn die Temperaturen kühler werden, dann wird dieser Schlafsack perfekt, viel besser als der andere Schlafsack. So, jetzt gleich Sachen zusammenpacken. Zwischendurch einen Kaffee trinken. Und dann Zähne waschen. Und dann auch Wanderungsstart kommt. So, hier, meine Wurfzeltinnereien sind vom Wurfzelt ausgelaufen. Und jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Ich hab mein Wurfzelt zusammengebaut. Ich habe meine Wurfzeltinnereien mit Wurfzelt zum Großteil auf meinem Billigpilgerwagen draufgepackt. So, jetzt hier mein Wasserkocher anmachen. So, und jetzt mein Wasserkochertopf drauf machen. Und jetzt Wasser reinmachen. Und jetzt hier ein Kaffeepad hier reinschmeißen. Und jetzt, damit Wasser schneller kocht, das hier oben drüber machen. Und jetzt warten, bis Wasser kocht. So, aber bevor Wasser kocht und ich so lange warten muss, bis mein Kaffee fertig ist, werde ich zwischendurch erstmal ein Käsebrot fressen. Als Frühstück. Ne, hier, Wasser kocht. Jetzt kann ich hier das hier ausmachen. Mein Wasserkocher. Aus Gas. Und jetzt hier mit, wie heißt das Ding nochmal? Mit Löffel. Hier diesen Kaffee ein bisschen hin und her rühren und sowas. Damit dieser Wasser dunkler wird. Zum gleich Kaffee trinken. So, diesen hier, meine Kühltasche, was mein ganzes Bier kühl hält. Ich habe noch ein paar Flaschen drin. Das benutze ich jetzt zum Kaffee trinken als so einen kleinen Minitisch. Und jetzt kann ich erst der Kaffee reinmachen. Hier, Milch und Zucker habe ich auch parat. Perfekt. So sieht Naturfrühstücken aus. Weil da ist euer beste Frühstück. Weil da, ich mag das, das ist voll cool, draußen zu frühstücken und Kaffee zu trinken. Das macht mir Freude. So, die Wurfzeltinnereien sind gepackt, vollständig. Mülltüte habe ich hier auch hingehängt und den ganzen Scheiß Drecksmüll hier mitgenommen. Aber ich habe nicht so viel produziert. Zähne sind auch gewaschen. Und du Scheiße, es ist schon 12 Uhr. Ich habe nur so lange geschlafen. Ich wollte eigentlich vielleicht so ungefähr 2 Stunden früher los als jetzt. Aber ich habe so lange geschlafen, weil ich wurde nachts über die ganze Zeit von irgendwelchen Eichhörnchen gestört. Die habe ich nicht schlafen gelassen. Die haben hier überall Geräusche gemacht, um mein Zelt herum. Und weil ich halt irgendwie meinen Schlaf brauche, habe ich den Schlaf dann irgendwann heute Spätvormittag nachgeholt. Beziehungsweise bin ich viel länger liegen geblieben. Und ich habe mich auch heute Morgen noch, ja, weiß ich auch nicht, so schwach gefühlt. Ja, gut, jetzt 12 Uhr, Wanderungsstart kommt. Oh, ich befinde mich auf dem Gehweg.
Und weil der D3 voll cool scheppert, habe ich meinen urinfarbigen Fummelschuh wieder ausgezogen. So, darauf mein erstes Bier trinken. Zum Bier trinken. Ich glaube, ich habe noch drei oder vier Stück in der Tasche. Das finde ich voll cool, dass ich gestern nicht alles ausgetrunken habe. Ja, drei Stück habe ich auch in der Tasche. Oh Scheiße, es ist soweit. Hier, dieser Gummi, der stört langsam. Der bremst diesen Scheißrad so, weil hier, guck mal, der ist so schief und so weiter und das bremst den Rad voll ab. Deswegen, weil dieser Gummi langsam bremsen ist, werde ich diesen Gummi von diesem Rad abschneiden. So, ich hab jetzt diesen Gummi von meinem Rad abgeschnitten, damit er besser fährt. So, ich hab jetzt diesen Gummi abgeschnitten. Und jetzt fahre ich auf 100% Felge, weil dieser Rad ist ja auch schon, da ist auch der Gummi ab. Und deswegen, weil ich habe den ganzen Tag in 50%, ich habe den gestrigen Tag in 50% Felge geschoben. Und jetzt kann ich endlich auf 100% Felge schieben. Läuft. So, jetzt wo der Gummi ab ist, fühlt es sich zwar leichter an zu schieben, aber es ist lauter geworden irgendwie. So, ich bin glaube ich in Winkeldorf angekommen. Jetzt nach hier Richtung Zeven laufen. Da muss ich auch noch durch. Oi, irgendwie habe ich diesen hier Jakobsweg verloren. Aber hier wird hier Steinfeld angezeigt. 2 Kilometer. Und ich glaube, ich laufe darüber hinaus und dann über, keine Ahnung, so eine über die Straße oder so. Oder vielleicht über diese Straße dann nach Zeven. Ich glaube, so mache ich das. Oi, ich habe Steinfeld erreicht. Yeah. Hier vorne auf diesem Schild, also da steht 13 Kilometer bis Zeven entfernt. Und Zeven wäre genau die Hälfte von der Gesamtstrecke bis nach Buxtehude. Also könnte sein, dass ich das schaffe morgen pünktlich bei Mehmet Döner anzukommen. Ja, weil das würde ich voll cool finden. Dann kann ich den ausprobieren. Und dann wär diese Wanderung erfolgreich gemeistert. Ne, hier, langsam Wolfsangriffe kommen. So ein bisschen. Und deswegen mache ich ganz verschmiert hier eine Wolfsangriffsverteidigung, damit die Wolfsangriffe nicht viel zu hart sind. Ne, hier. Ich habe endlich wieder diesen Pilgerweg gefunden. Ich bin von der Bundesstraße, also von dort aus hergelaufen. Und dieser Pilgerweg, der führt irgendwie da lang oder so. Also ich denke, ich hätte sonst hier ein bisschen mehr rund gemacht. Und da wäre ich dann hier irgendwie hergelaufen. Wenn ich diesen Pilgerweg, Jakobsweg oder wie das heißt. La Baltica oder so. Oder, nee, Via Baltica heißt das. Und, oh Scheiße, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Weil wegen hier Fuchsbandwurm, Zecken und Borreliose und Tollwut und sowas. Deswegen werde ich hier keine Pflanzen fressen. Keine Bäume und so weiter, wie ich das sonst normalerweise mache. Ich glaube, das ist eine gute Idee, hier keine Bäume zu fressen. Oh Scheiße, guck mal hier. Ich habe eine kleine Zecke. Seht ihr die? Dieser schwarze Punkt, das ist eine Scheißzecke. Ich werde den jetzt mit meiner Scheißzange rausmachen. So, hier ist dieser Arschloch. Diese Arschloch-Mini-Zecke heißt das. Und da guck mal. Hier ist so ein kleiner Zug. Ich glaube, da ganz hinten ist eine Mine, aber ich habe vergessen, das zu filmen. Aber hier, das hier, das ist so eine ganz kleine, wie heißt das nochmal? So eine Schmalspurbahn.
Also mit diesen hier ganz hier dünnen Gleisen und sowas. Hier, ich habe mich gerade ein bisschen untersucht wegen Zecken und nee, ich habe bis auf diese eine keine weitere gefunden, noch nicht. Und ich stehe hier immer noch in diesem Gebiet, wo hier dieser Warnschild ist mit Krankheitserreger und so weiter. Und hier, und prüfen, ob ich hier diese Krankheiten bekomme wegen dieser einen Zecke. Da bin ich sehr gespannt drauf. So. Gleich werde ich erst noch mein letztes Bier trinken, was ich noch in der Tasche habe. Weil ich bin nicht mehr so weit von Zeven entfernt. Ich glaube vielleicht noch, vielleicht 1,5 Stunden schätze ich mal und dann bin ich da. Und ich gehe davon aus, dass Zeven hier Einkaufsläden hat, damit ich neues Bier kaufen kann. So, das hier, das ist das letzte Bier, was ich in der Tasse... was ich in der Tasche habe, in meinem Wagen heißt das, ja. Billigpilgerwagen. Diese zweitbilligste Sackkarre von Hornbach. Mit der billigsten Amazon-Tracking-Rucksack, was ich dann dran gebunden habe. Das ist das. Und darauf werde ich erstmal, ja, bevor ich nach Zeven ankomme, das letzte Bier trinken. Jetzt muss ich diesen Waldweg hier, ich glaube 8 Kilometer oder so durchgehen, bis ich dann da bin, in Zeven. Und hier diesen Waldweg, da könnten vielleicht ganz viele Zecken von den Bäumen runterfallen, auf meinen Kopf oder so. Und hier ist auch noch irgendwie Grasen und sowas, wo hier Zecken dann hier auf meinen, wie heißt denn das Ding nochmal, auf meinen Beinen landen könnten. Also dieser Schotterweg, der war irgendwie voll anstrengend. dieser Waldweg. Aber hier kommt endlich wieder Asphalt und nervige Bundesstraße. Und auf diesem Scheißschild steht drauf, 5,6 Kilometer bis Zeven entfernt. Also bis da, wo die Hälfte von der Gesamtstrecke ist ungefähr. Also gehe ich jetzt nach da lang. Oi, hier auf meiner gezeichneten Karte steht hier Oldendorf drauf. Eine Ortschaft, bevor Zeven kommt. Und hier steht 1 Kilometer bis Oldendorf entfernt. Deswegen werde ich, glaube ich, nach da lang gehen. Und ich glaube, das wird auch der kürzeste Weg sein bis dahin. Ich habe früher in Oldendorf gewohnt. In der Grundschulzeit, ich glaube 3. Klasse war ich da. Und da bin ich, ein Dreivierteljahr ungefähr habe ich da gewohnt. In Oldendorf. Aber das war nicht dieser Oldendorf, sondern dieser Oldendorf von hier, in der Nähe von Hermannsburg, in Landkreis Celle. In diesem Oldendorf habe ich mal nicht allzu langer Zeit gewohnt. Guck mal, hier. Eine verwirrte Hornisse. Keine Ahnung, warum die so verwirrt ist, dass die nur am Rumkriechen ist. Hier, diese Hornisse. Naja, nicht diese Hornisse. Aber letzte Nacht, da hat mich eine Hornisse in genau dieser Größe hier, also nicht so groß, aber halt genauso groß wie diese hier. Eine ganz verwirrte Hornisse. Mir die ganze Zeit ins Gesicht geflogen und an der Brust und so weiter. Nachts über. Ich dachte, was ist da los? Das war voll, keine Ahnung. Das war voll unangenehm gewesen. Ui, jetzt fliegt die. Ui, hier, ich habe Stadt Zeven gefunden. Hier Ortsteil Oldendorf. Ich dachte, dieser Schild würde dann anders aussehen, dass da nur Oldendorf draufsteht. Aber das ist so ein Ortsteil, das heißt Oldendorf von Stadt Zeven. Ja, hier bin ich jetzt angekommen. Hier, 3 Kilometer bis zum richtigen Zeven. Zeven heißt das. Ne, hier, ich habe Zeven gefunden. Ich glaube, ich laufe durch diese Ortschaft vorbei. Und ich glaube, wenn ich hier so einen Einkaufsladen gefunden habe, dann werde ich erstmal Bier kaufen gehen. Hier, ich habe da vorne einen Dönermann gefunden. Und keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie voll Bock schon wieder auf Döner.
Deswegen werde ich, glaube ich, da vorne hier Döner fressen, bevor es dann weitergeht. Endlich zu gefressen. Oi, ich habe gerade diesen Döner gefressen. Und ich fand den zwar nicht schlecht, sogar überdurchschnittlich gut. Aber ich fand den in Ottersberg auf jeden Fall besser. Oi, ich habe den voll verranzten Famila gefunden. Jetzt Bier und so eine Sachen kaufen gehen. Oi, ich bin zurück. Guck mal, ich habe hier Bier und ich glaube 12 Stück oder so. Und dann noch hier Zucker und so ein Energy Drink und so eine verranzte Buttermilch. Und ich werde jetzt erstmal so ein Eis fressen. So eine Sachen habe ich gekauft. So, ich habe Eis aufgefressen und hier das ganze Bier und so weiter in meiner Kühltasche eingepackt. Und jetzt trinke ich hier gekühlte Fruchtbuttermilch. Und danach gehe ich mit neuer Energie wieder los. Und hier, oh Scheiße. Es ist gleich 6 Uhr schon. Ich bin hier laut Komoot bei 53,5 km angelangt. Ich muss aber mal gucken, ob das auch komplett richtig ist mit dieser Kilometeranzahl, weil es ja anfangs immer wieder gestoppt hat. Ich habe die Einstellung gefunden, wie ich das hier wieder, wie ich diese Stoppung wegbekomme. Und zwar, es lag daran, weil das irgendwie ein direkter Stromverbrauch ist, dass dieses Handy, weil das nicht ausgestellt war, das Ganze hier ausgemacht hat. Das war voll scheiße. Gestoppt hat die Aufnahme. Ich muss mal zu Hause gucken, was wie viele Kilometer am richtigsten sind. Aber auf Komoot steht jetzt irgendwas von 53 Kilometer drauf. Aber egal, jetzt hier Fruchtbuttermilch saufen. Ganz entspannt. Und dann weiter zu gelaufen nach Richtung Buxtehude. Guck mal hier. Da steht drauf Buxtehude. 35 Kilometer von hier aus. Das ist auf jeden Fall noch weit weg und langsam bald die Dunkle kommt. Ich glaube, ich mache das so. Ich wollte als erstes eigentlich hier den Jakobsweg folgen, der auch noch durch Harisefeld läuft. Aber zur Sicherheit, damit ich das morgen auch schaffe, pünktlich bei Mehmet Döner zu sein. Ich glaube, ich mache das so. Ich werde einfach diese Bundesstraße hier langlaufen. Und bis keine Ahnung wohin. Und bald kommt Sonnenuntergang. Bald kommt Dunkle. Und ich habe keinen Bock irgendwie heute im Dunkeln zu laufen und auch im Dunkeln mein Zelt aufzubauen. Und deswegen denke ich, ich laufe jetzt ein Stück noch da lang. Und bevor dann ganz Dunkle kommt, werde ich dann irgendwo in irgendeinem Waldstück hier ein Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Ich glaube, genauso mache ich das. Weil hier, ich habe irgendwie hier an dieser Stelle irgendwie Schmerzen. Das ist voll scheiße. Das fühlt sich voll scheiße an. Und das belastet. Und deswegen denke ich, dass ich heute nicht mehr so viel mache. Und beziehungsweise, dass wenn ich dann heute nicht mehr so viel schaffe, keine Ahnung, vielleicht maximal 5 Kilometer oder so, dass ich morgen auf jeden Fall noch früher aufstehen muss, um irgendwie den Rest zu schaffen. Früh aufstehen finde ich total belastend immer. Ich hasse früh aufstehen. Oh Scheiße, der Wolf frisst mich schon wieder langsam. Ich muss schon wieder Wolfsverteidigung machen. Das ist scheiße. Ich mag das nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber genau hier an dieser Stelle, da habe ich voll die Schmerzen gerade. Ich mache mal eben eine Pause. Ich weiß auch nicht, hier, keine Ahnung, fühlt sich irgendwie so schmerzhaft und so komisch an. Ich komme irgendwie kaum weiter. Ich glaube, ich mache mal was Angenehmes. Ich wasch mal meine Füße so ein bisschen.
Oh, scheiße, bald immer mehr Dunkle kommt. Ich glaube, wenn ich dann gleich weiterlaufe und in die an dieser Ortschaft hier von dieser Ortschaft weggehe, dass ich dann direkt an Wildcamp-Zeltplatz suchen gehe. Hoi, ich bin hier von dieser Ortschaft ausgelaufen. Und weil wegen immer mehr Dunkle kommt, die Sonne geht immer weiter runter. Gehe ich nach diese Richtung da hinten hin. Nach diese Richtung gehe ich irgendwie hin. Und wenn ich da irgendwo da ganz hinten, weil das nach Richtung Buxtehude hingeht, wenn ich da ganz hinten irgendwo einen Waldweg oder so finde, dann gehe ich nach da lang und suche dann nach meinem Wildcamp-Zeltplatz. Oi, guck mal, da hinten, da geht irgendwie so ein Weg nach da hinten lang. Ich glaube, ich nehme den Weg und suche dann, wenn ich dann noch weitergehe, irgendwo einen Platz zum hier, so ein Wildcamp-Zeltplatz für mich. Weil das mit meinem Bein, das geht echt gar nicht klar. Also, dass diese Stelle hier, die, keine Ahnung, ich kann irgendwie kaum richtig auftreten, irgendwie kaum richtig laufen, ich weiß auch nicht, ohne, also nicht schmerzfrei. Nee, und hier, guck mal, immer mehr Dunkle kommt, das ist auch scheiße. Deswegen, glaube ich, gehe ich noch da hinten lang, um da mein Wildcamp-Zeltplatz zu finden. Ich glaube, genauso mache ich das. Und dann morgen laufe ich von dort wieder zurück. Und laufen nach da lang, nach Richtung hier nach Buxtehude. So, da ganz hinten ist diese scheiß Bundesstraße, wo ich gerade war. Und ich glaube, ich würde nach irgendwo da drüben hinlaufen. Hier. Und da ganz hinten irgendwann nach rechts in den Wald rein. So ein bisschen. Und da werde ich dann meinen Wildcamp-Zeltplatz suchen und finden. Und ach ja, genauso wie in der letzten Nacht werde ich schon wieder in der Nähe von so einem Maisfeld pennen. Weil hier in so einem Maisfeldern, da ist es ganz oft so, dass da Wildschweine drin sind. Und ja, mal gucken, vielleicht höre ich irgendwelche heute Nacht oder so oder gleich. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber nur damit ihr wisst, dass ich hier dass ich bei in so einer Stelle hier rumzelten tue. Neben so einem Maisfeld, wo vielleicht Wildschweine rauskommen können. Wobei, scheiß drauf, ich werde mein Zelt hier vorne aufbauen, anstatt irgendwie hier drüben beim Wald. Und dieser Wald ist auch wunderschön dunkel. Und hier ist so ein kleiner Busch. Und man sieht mich dann von da drüben, von dem Weg da hinten. Bestimmt sehr schlecht, wenn ich dann hier mein Zelt aufschlage. Und was ich mir gedacht habe, wenn da dann morgen früh die Sonne kommt, dann werde ich viel, da komme ich viel früher aus dem Bett raus, aus meinem Schlafsack raus. Deswegen werde ich hier jetzt gleich mein Wurfzelt aufbauen. So, ich werde jetzt mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufgebaut. So, jetzt schon wieder meine verranzte Isomatte aufblasen. Mit der Fräse. Hier so eine grobe Katzenwäsche. So unter den, mit ein bisschen Shampoo unter den Achseln und so weiter, bevor ich dann schlafen gehe. Damit dieser ganze Schweiß weggeht. Und damit weniger Stink kommt in mein Zelt. So, ich glaube, ich werde heute in Boxershorts pennen, weil das Wetter, hier die Temperaturen sind voll cool. Und deswegen werde ich heute in Boxershorts hier rumpennen. Und ich werde noch ein letztes Gute-Nacht-Bier trinken, bevor ich dann schlafen gehe. Und hier hinten, hinter mir im Wald, da höre ich immer wieder so ganz komische Geräusche, so wie eben gerade... Eben gerade hat sich das hier vorne so angehört, wie so eine Schlange, was irgendwie durch den Laub schlängelt irgendwie. So ein ganz komisches Geräusch. Aber darauf erst mal Bier trinken und dann bald schlafen gehen. Ich hoffe, ich kann heute schlafen, damit ich morgen, und ich hoffe, dass ich morgen früh genug loskomme. Nicht so wie heute, erst um 12 Uhr. Das war zu spät. Nee, hier, ich hab mal ein Gute-Nacht-Bier ausgetrunken. Und das ist gerade mal 9 Uhr und schon so dunkel. Das ist voll scheiße, dass immer früher dunkel wird.
Ja, deswegen hier. Ich hoffe, dass mein Bein bis morgen irgendwie sich beruhigt hat, dass ich besser laufen kann, also schmerzfreier. Ja gut, ich glaube, ich gehe jetzt schon schlafen. Ich will nicht zu spät morgen aufstehen. Gute Nacht, bis morgen.